Hallo ihr Lieben der ganzen Welt, willkommen zum Ralf Behn Podcast, wo wir Mindset, Resilienz, Performance und Gesundheitsweisheiten und topaktuelles Wissen entdecken, diskutieren und offenlegen. Unser heutiges Thema, die magischen Vorteile des Fastens enthüllt. Mehr super coole Themen und Weisheiten rund um Mindset, Resilienz, Performance und Gesundheit in meinem amazing, super coolen Warrior Mindset Buch, was ihr auf ralfbehn.com bestellen könnt. Also nutzt die Chance vom Angebot des Monats und holt euch noch heute das E- und Hörbuch, damit ihr noch heute mit dem Lesen und Hören beginnen könnt. Zunächst möchte ich betonen, dass Fasten nichts, aber auch überhaupt nichts mit Hungern oder Nahrungsentzug zu tun hat. Es gibt einen großen, gewaltigen physiologischen Unterschied zwischen Fasten und Nahrungsentzug. Fasten gibt es schon seit Beginn des Lebens auf der Erde. Verletzte und kranke Tiere zum Beispiel machen genau das, was wir Fasten nennen. Ihr erster Instinkt ist, auf feste Nahrung zu verzichten. Sie wissen instinktiv, dass der Heilungsprozess viel schneller und effektiver abläuft, wenn sie ihren Verdauungstrakt durch den Verzicht von fester Nahrung entlasten. Diesen lebensrettenden Instinkt gab es schon immer im gesamten Tierreich. Obwohl der menschliche Körper sicherlich über denselben Instinkt verfügt, vernachlässigen ihn viele Menschen und essen weiter. Wobei sie oft versuchen, mehr zu essen, um die Heilung von Beschwerden zu beschleunigen. Sie glauben oft, dass der Körper durch mehr Essen genügend oder sogar noch mehr Nährstoffe erhält. Manche Menschen essen, wenn sie Fieber bekommen oder eine Erkältung auskurieren. Eine Erkältung füttern? Das ist keine geniale Idee, meine Lieben. Was passiert denn, wenn man krank ist und viel isst? Die Verdauung der Nahrung belastet nun den Körper und es gibt viel weniger Energie für das Immunsystem und andere Systeme. Die gesamte Energie, die du zu erhalten deiner Gesundheit brauchst, wird für die Verdauung der Nahrung in deinem Magen aufgewendet. Der Körper muss immer etwas aufnehmen oder ausscheiden. Deshalb ist es keine gute Idee, eine Erkältung zu füttern oder wenn wir krank sind, viel zu essen. Auch wenn wir keine Krankheit haben, ist regelmäßiges kurzes Fasten der beste Weg, um unseren Stoffwechsel und unser Wohlbefinden zu optimieren. Fasten ist seit alters her ein religiöses Ritual und ein Mittel zur Vorbeugung und Heilung von Krankheiten. Während des Fastens entledigt sich der Körper seines Fettgewebes und beginnt die Nahrung so zu verdauen, wie die Natur es vorgesehen hat. Gewichtsreduktion, Entgiftung und Heilungsprozesse sind wichtige Vorteile und Ergebnisse des Fastens. Während des Fastens reinigt sich der Körper von einer Vielzahl von Schadstoffen und Giften, wodurch sich die Gesundheit und die allgemeine Funktion des Körpers verbessern. Wenn der Körper keine Nahrung erhält, beginnt er in seinen eigenen Ressourcen nach Nahrung zu suchen. Zunächst verzehrt er all die Dinge, die sein Funktionieren stören und er nicht braucht. Wie Ablagerungen, kranke Zellen, Abszesse, Hauttaschen, krankhafte Tumoransammlung und Fettablagerung. Mit anderen Worten, der Körper heilt sich selbst, indem er seine eigene Krankheit verzehrt. Wahnsinn. Ist das nicht Wahnsinn? Es ist Wahnsinn. Und dieser Prozess der Selbstheilung wird von vielen Leuten ja überhaupt gar nicht angenommen. Es ist wahnsinnig erstaunlich, dass es so effektiv und sicher und genial ist. Ganz zu schweigen davon, dass es kostenlos ist. Außerdem spart man Geld und Zeit, weil man natürlich nicht einkaufen gehen muss und nicht abwaschen und so weiter. Trotzdem wird das Fasten nur selten praktiziert und die Masse weiß nicht mal was davon. Heute fasten viele Gesundheitsgurus und Mönche mehrmals im Jahr und erfreuen sich an den wirklich verblüffenden Vorteilen und Resultaten. Fasten führt zur Leistungsverbesserung.
weil dann natürlich die aufgenommene Nahrung wieder besser verwertet werden kann. Was für ein Zufall, dass in vielen Religionen das Fasten als religiöser Akt vorgeschrieben ist. Es ist ein Hilfsmittel, um Fett loszuwerden und gleichzeitig unseren Geist, unseren Körper und unsere Seele zu entschlacken und zu energetisieren. Der Körper ist völlig überlastet, wenn er Tag für Tag, Monat für Monat Unmengen an künstlichen, verarbeiteten und giftigen Lebensmitteln verarbeiten muss. Auch hier wieder eine kleine Warnung, meine lieben Freunde. Selbst ein ein- oder zweitägiges Trockenfasten ist nichts für schwache Nerven und birgt natürlich ein immenses Risiko in sich. Ja? Selbst ein oder zwei Tage können ein enormes Risiko darstellen, vor allem wenn sie unbeaufsichtigt sind, here we go, und ohne Unterstützung durchgeführt werden. Konsultiere also immer deinen Arzt, bevor du eine Fastenkur durchführst. Mache es nie allein, suche immer Unterstützung und Aufsicht. Ganz wichtig, kein Risiko eingehen, erstmal langsam rantasten. Gib deinem Körper die Zeit, sich ein längeres Fasten zu gewöhnen. Also beginne mit 12 oder 16 Stunden. Für weitere Informationen kannst du dir sehr gern meine super coolen Documentaries über das Trockenfasten. Ich habe 9 und 12 Tage in Sydney gemacht und das ist auf meinem YouTube-Kanal Ralf Behn zu sehen, wo wir auch über 40.000 Hits hatten. Und da wird unter anderem alles gesagt, was mit dem Fasten in diesen 9 und 12 Tagen Trockenfasten zusammenhängt, was passiert ist, der Gewichtsverlust, selbst die Pipi-Parade, die sich auf den Urin, auf die Urinmenge bezieht, die beim Trockenfasten produziert wird, obwohl man nichts zu sich nimmt. Man pinkelt also immer noch ungefähr fast einen halben Liter dunkles, ganz dunkles, fast schwarzbraunes Urin aus. Und das könnt ihr euch dann alles auf meinem YouTube-Kanal in diesen zwei Dokumentationen anschauen. 9 Tage, einmal war das 9 Tage Hard Dry Fasting, also hart trocken, kein Wasser, kein Kontakt, kein Zähneputzen, nichts, kein Duschen. Und dann die 12 Tage, das war dann eine Soft Dry Fast, also wo ich dann auch mal ein Eisbad genommen habe oder zwei und auch geduscht habe. Aber auch keine Zähne geputzt, die 12 Tage. Das habe ich mir dann, doch nicht nehmen lassen, dass ich dann das auch noch streiche. Ja, also im Moment faste ich immer mindestens 7 Tage im Monat. Das mache ich seit über 2 Jahren. Und das teilt sich auf in eine 3-tägige Trockenfast, wo ich dann wirklich 72 Stunden kein Wasser, kein Essen, nichts. Ich gebe dann meinem Körper eine Pause, sich zu heilen. Und diese 72 Stunden, um sich zu heilen und zu energetisieren. Und dann mache ich immer noch 4 Tage Wasserfasten jeden Monat. Das kann entweder 2x2 sein oder eine 4-tägige Wasserfast am Stück. Und das hat sich dann summiert in den letzten 3-4 Jahren auf ungefähr 100 Fastentage im Jahr. Also ich habe dann für 2,65 gegessen und für 100 Tage gefastet. Nun, meine Lieben, das war's für heute. Frohes Fasten, meine lieben Freunde. Denkt daran, wenn ihr einmal dabei seid, ist es schon ein Gewinn. Bitte liken, abonnieren, kommentieren und teilen. Vergiss nicht, dir dieses super coole Warrior Mindset Buch auf ralfbehn.com zu holen. Ist zu einem fantastischen Preis, ist schon lächerlich. Schaut es euch an. Dieses ist in Englisch in der E- und Hörbuchversion zu haben. Ich schreibe gerade an meinem 5. Buch, was jetzt in Deutsch natürlich dann rauskommt und auch das deutsche Hörbuch dazu. Aber im Moment haben wir hier dieses supergeile Warrior Mindset Buch und das müsst ihr einfach lesen oder euch anhören. Das war's für heute, meine Lieben. Tschüssikowski.